So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda The Wind Waker. Wir sind in der letzten Folge hier auf Port Monet angekommen. Und ich würde sagen, bevor wir hier irgendwas anderes machen, machen wir erstmal eine kleine Erkundungstour durch die Stadt. Damit wir alles gesehen haben. Da scheint es Tränke zu geben. Und dem Gesicht des Mannes nach zu urteilen, schmecken sie nicht so gut, wie sie aussehen. Hey du! Ob du es mir glaubst oder nicht, ich war früher mal die Miss Portemonnaie. Und ich glaube, ich kann immer noch ganz gut mit den jungen Dingern mithalten. Es liegt daran, dass es auf Portemonnaie nur zwei Frauen gibt. Und die andere ist sehr hässlich. Aber was haben wir hier drin? Die Tür sieht special aus. Wir haben... Ach ja, richtig. Das Auktionshaus, das anscheinend nicht besetzt ist. Geht... Moment, kann ich... Ich bin gerade am überlegen, ging das hier? Ich glaube ja. Du! Ja. Das macht dir wohl Spaß, was? Einfach so die kostbaren Vasen in anderer Leute Häuser kaputt zu schlagen. Zerbrichst du mir noch mehr, dann kommst du mir nicht so einfach davon. Dann leistest du mir nämlich Schadensersatz, damit wir uns ja richtig verstehen. Endlich mal einer, der das Logische ausspricht, ne? Endlich mal, aber... Gut. So. Habt ihr irgendwas zu lästern? Ja, sie läuft wirklich immer sehr aufgetakelt herum. Die lästern halt wirklich. Ich wusste das nicht. Kaum zu glauben, dass sie eine Lehrerin sein soll. Gerüchteweise soll sie einen Berg von Accessoires bei sich horten. Nach Schmuck muss sie offensichtlich vollkommen verrückt sein. Hm? Sag jetzt bloß, du hast uns belauscht. Das ist aber ganz schön unverschämt, anderer Leute Gespräch zu belauschen. Bitte merkt ihr das. Und außerdem unterhalten wir uns über wahnsinnig wichtige und schwierige Themen. Das ist nichts für ein Kind wie dich. Ja, ja, wichtige und schwierige Themen. So, hier haben wir ein nettes kleines Café drin. Hallo! Na, du bist aber mal ein kleiner Gast. Bitte mach's dir bei uns gemütlich. Ah, so viel Kundschaft scheint ihr ja nicht zu haben hier. Also, wenn man sich die Preise anschaut, ist das ja auch kein Wunder. Ich frag mich, ob das jemand übersetzt hat. Weil es gibt ja 1:1 Übersetzungen für jedes hylianische Schriftzeichen zu einem Buchstaben. Und das Ganze ist, zumindest in anderen Zeldas, ich weiß nicht 100%, ob es in Wind Waker auch so ist, aber in den anderen ist es einfach komplett übersetztes Englisch. Das ist auf jeden Fall Werbung für den Orni-Postdienst, den werden wir auch noch kennenlernen. Die Ungeheuer aus der verwunschenen Bastion verschleppen in letzter Zeit lauter junge Mädchen mit langen, spitzen Ohren aus aller Herren Inseln. Und auch aus Portemonnaie wurden bereits zwei Mädchen verschleppt, Felicitas und Dolores. Wirklich eine Tragödie. Angesichts dieser Umstände sind sie sich ihre Väter nicht zu schade, wirklich jeden um Hilfe anzuflehen. In was für schrecklichen Zeiten wir doch leben. Ja, und ich glaube, wir haben tatsächlich beide Väter schon gesehen. Also der Reiche, der uns gerade eben angeschnauzt hat wegen der Vase, ist auf jeden Fall einer. Wenn ich das... Ich glaube, es ist der Vater von Felicitas, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Quotet mich nicht. Moment. Bei dir bekomme ich doch. Ich komme aus einem fernen Land, wo die Eiswinde wehen. Mein Vater hat mich über das verwunschene Meer bis hierher nach Portemonnaie geführt. Ich war gerade auf See, als dieser Monstersturm mein Boot zu Schiffsfrickersee verarbeitete. Als ich hier auf dieser Insel wieder zu mir kam, war noch dieser andere Kerl. Aber sie haben ihn direkt eingebuchtet, weil er, nun ja, etwas verdächtig aussieht. Jetzt wird er wohl in der Zelle irgendwo auf dieser Insel sein. Stimmt, das gibt's auch noch. Der arme Kerl geht mir nicht aus dem Kopf. Könntest du ihm vielleicht aus seiner misslichen Lage helfen? Moment, das ist jetzt eine Hauptquest im neuen Zelda. Im originalen Wind Waker war das nämlich nur eine Nebenquest. Und zwar finden wir diese Zelle... Moment. Ich glaube hier... Dich habe ich ja noch nicht gesehen. Bist du vielleicht ein Tourist? Wenn ja, warum begleitest du mich nicht auf einem kleinen Spaziergang? Portemonnaie mag zwar nicht besonders groß sein, aber hier pulsiert wirklich das Leben. Schließlich kommen hier Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Glaub mir, einfach nur einen Spaziergang machen und sich umsehen. Das bringt so reichlich Freude. Haha! In der Tat. Aber zuerst, ich glaube, hier war das. Oder? Da.
Tingel! Was hast du denn angestellt, dass du hier sitzt? Da! Huiuiuiui! Ein grünes Gewand wie meins! Dazu ein grüner Hut! Bist du etwa eine Fee? Hui! Du hast bestimmt meine telepathische Botschaft empfangen und bist zu meiner Rettung geeilt, oder? Oder? Du brauchst mir nichts zu sagen. Tingel, Tingel weiß auch so Bescheid. Tingel weiß Bescheid. Mein Name ist Tingel, mein größter Wunsch ist es, eine Fee zu werden. Und ich war dir auch die ganze Zeit auf der Suche nach euch. Aber irgendwelche Leute habe ich wohl nicht gepasst und ich wurde in dieses Gefängnis hier gesteckt. So eine Respektlosigkeit. Herr Fee, du musst mich schnell befreien und zu deinem Volk bringen. Wenn du mich befreist, schenke ich dir etwas ganz Tolles. Bitte, Herr Fee, du musst mich schnell befreien und zu deinem Volk bringen. War hier irgendwo ein Schalter versteckt? Wie war das denn? Link, heb die Vase auf. Ja, da ist ein Schalter. Hab ich's doch richtig im Kopf gehabt. Tingel macht da im Hintergrund so komische Geräusche. Können wir mal darüber reden, dass Tingel 35 ist? Ich glaube, in Majora's Mask wird es gesagt. Da ist er ja auch das erste Mal aufgetaucht. Wird erwähnt, dass Tingel 35 ist und keinen Job hat. Und sein Vater ist Schmied. Hui, 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 hui. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Hier, das ist für dich ein Geschenk, das von Herzen kommt. Tingel, Tingel, Kuh, Meer und Sand. Ein Item ist in meiner Hand. Ich dachte, er sagt Tingel, Tingel, Kulu, Limpa. Du hast die Tingelflasche bekommen, schreibe Miebers. Rest in peace, Miebers. Nachrichten, stecke sie in die Flasche und sende sie an Leute, die du gar nicht kennst. Verwende sie, indem du, ja. Weißt du, was das Miiverse ist, Herr Fee? Das Miiverse ist tot, Tingel. Das Miiverse wurde abgeschaltet. Das Miiverse existiert nicht mehr, Tingel. Damit können sich Feen überall auf der Welt gegenseitig Flaschenpost zuschicken. Eure Seelen werden eine Verbindung eingehen, eure Herzen im gleichen Takt schlagen. Rosa Herzchen. Aber schreib bitte nichts Unschönes, ja? Aber das würdest du ja sicher sowieso niemals tun, Herr Fee. Also dann, ich vertingel mich erstmal auf ein wundervolles kleines Eiland. Du weißt, wo du mich findest. Ups, habe ich doch glatt was Wichtiges vergessen, Herr Fee. Du willst doch ganz sicher mal zu meiner Insel kommen, oder? Oder? Du hast Tingels Karte erhalten. Was ist das wohl für eine Karte? Rufe den Kartenbildschirm auf, sobald du auf dem Meer bist und sieh sie dir an. Wirf doch mal auf den Kartenbildschirm einen Blick drauf. Wenn es um Karten geht, frag einfach den guten Tingel. Vergiss das nicht, okay? Alter Schwede, Tingel ist so durch. Wenn du noch mehr Spaß mit deiner Tingelflasche haben möchtest, nimm die Rückwand dieser Zelle mal genau. Nimm die Rückwand dieser Zelle mal genauestens unter die Lupe. Haha. Haha. Ich verschwinde. Weil ich bin in. Sieh auf das. Du kannst jetzt über das Miiverse Flaschenpost verschicken. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Miiverse ist tot. Flasche mit Spoilern erhalten. Nein, fürs Let's Play. Okay. Die Seekarte habe ich auch. Warte, ich kann. Moment, die Tingelkarte. Okay. Okay. Ich habe gerade die Tingelkarte aufgemacht. Moneten! Import Monet. Hahaha. Warte. Ich glaube. So, war das richtig? Und hier kann ich genau. Kann ich da im Rückwärtsgang durch? Ah, ist. Die Steuerung ist gerade sehr komisch gewesen, danke. So, hier müssen wir aufpassen, denn es gibt nicht nur Sackgassen, sondern auch Fallen. Aber die erkennen wir frühzeitig. Da links seht ihr zum Beispiel, ist eine Falle, weil da so ein Brett auf dem Boden liegt. Nur schauen, ich habe hier keine Karte. Moment, kann ich nicht? Ich würde gerne die Karte vom Portemonnaie öffnen. Okay, kann ich nicht. Nein, da war eine Falle. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Dann seht ihr es auch mal. Pling! Und wir werden in das Loch eingeworfen. Nein, wir kommen hier wieder. Wie dreist. Da habe ich jetzt gerade einmal nicht aufgepasst. Da müssen wir. Da kann ich nicht hochklettern. Okay. Okay.
gerade einen Rubin gefunden. Nein, ich möchte... Nein, ich mache keinen Spaziergang. Nein, lass mich in Ruhe. Nein! Ach, du hast mir was anderes erzählt. Aber das wusste ich auch schon. Aber ich möchte keinen Spaziergang machen. Danke, tschüss. So, weil es so schön ist, gleich nochmal. Wir sind ja schon voll kriminell, dass wir jetzt einen Verbrecher oder einen potenziellen Verbrecher aus dem Gefängnis befreit haben. Ist schon etwas kriminell. So, wenn ich wüsste, wo genau das Ende ist. Geradeaus, da ist wieder rechts eine Falle. Links. Ich glaube, wir sind nah dran. Ich glaube, wir dürften es gleich haben. Ich will ganz kurz... Hat man da kurz aus dem Augenwinkel gesehen? Ja, ganz hinten ist auf jeden Fall eine Falle. Kann ich... Da kann ich aber davor nochmal rechts, oder nicht? Ne, ich kann davor nicht nochmal rechts. Dann biegen wir hier ganz kurz ab. Und gehen hier rechts lang. Ah, da ist der Ausgang. Ich sehe ihn. Denn hier kriegen wir doch was Wundervolles. Gutes, das ist hier, ich sehe doch nicht den... Ach, hier ist der Ausgang. Sehr schön. Hier mehr eine Schatzkiste. Ist das etwa der Grund, warum Tingle hier festsitzt? Und warum liegen hier so viele Schädel? Das ist doch etwas verstörender. In der Tat. Oh, ein gelber Rubin. Nett. Aber verstaut hier Tingle etwas sein Diebesgut? Liegt Tingle deswegen... Liegt... Saß Tingle deswegen im Gefängnis, weil er... die Fotobox geklaut hat. Benutze sie, indem du sie auf bla 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 legst. Du kannst bis zu 12 Lichtbilder gleichzeitig in ihr aufbewahren. Hier im Portemonnaie ist es mir endlich geglückt, eine Fotobox zu klauen. So eine wollte ich schon mein ganzes Leben lang haben. Dummerweise war ich unvorsichtig und wurde gleich daraufhin geschnappt, was meine sofortige Inhaftierung zur Folge hatte. Nun schmore ich in der Zelle, doch selbst jetzt ist meine größte Sorge, dass mir meine geliebte Fotobox wieder weggenommen werden könnte. Daher habe ich einen Tunnel gegraben und sie ganz tief im Inneren versteckt. Außerdem habe ich Ratten engagiert und Fallen gebaut. Natürlich habe ich vor, mir meine geliebte Fotobox wiederzuholen, sobald ich erstmal aus diesem miefigen Loch hier raus bin. Also schreibe ich hier die Gebrauchsanweisung, bevor ich sie vergesse. Ja, ja, ich weiß, wie die Fotobox... Ah, ich muss hier ganz schnell ausbrechen. Eine ganze Welt wartet darauf, von mir auf Lichtbild gebannt zu werden. Aber warum verrät uns Tingle dann, dass sie hier versteckt ist? Wenn er sich selbst wiederholen will. Und wo ist hier der schnellste Weg raus? Wahrscheinlich hier die Falle, oder? Pling! Vor allem das Schleifchen da noch an der Glocke dran, gell? Wie so das I-Tüpfelchen. So eine Kleinigkeit möchte ich noch machen. Was ist? Warum siehst du uns so mit neugierig großen Augen an? Gibst du, du hältst uns wegen unserer Schönheit für Quasselstrippen, stimmt's? Was? Es macht überhaupt keinen Sinn! Und mit dir können wir noch reden. Oh, bitte, ich flehe dich an, junger Mann, bitte. Du musst meine Bitte anhören. Wo drückt der Schuh? Oder ach, lass mich in Ruhe, das ist schön, weil sich das reimt. Meine überall geliebte und einzige Tochter Dolores wurde von diesem Ungeheuer der verwunschenen Bastion verschleppt. Keiner weiß, was sie sich dabei denken. Sie durchstreifen die ganzen Lande und verschleppen lauter kleine Mädchen, die noch ihre Milchzähne haben. Verhext doch mal. Was wollte ich nur mit meiner Tochter? Geld ist bei mir ja wirklich keins zu holen. Ich flehe dich an, bitte rette meine Tochter. Ich flehe dich an. Zeige sie diesen verdammten Halunken von der verwunschenen Bastion bitte so richtig. Das werden wir tatsächlich früher oder später tun. Ist auf jeden Fall der Plan. Der Arme. Da gibt es auch später noch eine sehr interessante Quest zu dem. Aber erst später. Wo... Da wollte ich hin. Moment, ich schaue mich erstmal um. Was haben wir hier? Das ist der Fotoladen. Hier können wir natürlich auch noch was machen. Muss ich ganz kurz... Fotobox auf R legen. Na du? Na du? Aber das ist ja eine ganz formidable Box, ist das da, die du da hast. Ich konnte natürlich nicht ahnen, dass du auch ein Lichtbildliebhaber bist. Unter Lichtbildliebhabern gibt es keine schlechten Menschen. Du bist in meinem Haus jederzeit willkommen. Freund, Herzchen.
Und wenn du da bist, kannst du meiner Lichtbildgalerie einen Besuch abstatten. Du wirst restlos begeistert sein, glaub mir. Jawohl, ja. Er hat hier ein paar sehr interessante Bilder. Von Orten, die wir auch kennen oder bald kennen werden. Hoho, alles herrliche Aufnahmen, nicht wahr? Aber du brauchst doch nicht so zu erschrecken, Freund. Herzchen, gräme dich bitte nicht weiter. Es ist nur eine leidige Berufsangewohnheit, mich unbemerkt an meine Motive heranzuschleichen. Übrigens, die Lichtbilder hier habe ich in meinen Jugendjahren gemacht und sie sind mein ganzer Stolz. Als ich natürlich noch jung war, bevor ich das große, weite Welt immer mit meinem Finger am Auslöser, damit mir ja kein sensationelles Motiv entgeht. Aber überzeug dich ruhig selbst. So, hier haben wir ganz viele Schleime. Hier haben wir, das sieht nach Präludien aus. Nein. Das ist, tatsächlich das Haus. Ach, ich spoiler nix. Das werden wir auch noch sehen. Ja, werden wir auch sehen. Das ist Präludien. Präludien kennen wir schon. Wir haben, oh, was ist das? Gruseliges Schiff. Da kommen wir irgendwie rein. Das sind zwei Schatzkisten. Okay. Das ist eine gruselige Statue. Und die verwunschte Bastion. Sehr schöne Motive hast du da. Soll ich dir verraten, wie du die besten Lichtbilder machst? Du musst dein Motiv aus einer gewissen Entfernung heraus in den Sucher nehmen, sodass du Freiraum in der Gestaltung der Gesamtkomposition hast. Das ist sogar sehr richtig. Zoomst du zu nah heran, erkennt man nämlich nichts mehr, verstehst du? Und das kann ja wohl nicht der Sinn eines guten Lichtbildes sein, oder? Der erinnert mich irgendwie so an die ganzen Darstellungen von König Midas. Mit dem Bart, den goldenen Klamotten. Was sind denn da oben für Bilder? Erkennt man da was? Also das unten ist Portemonnaie und das oben ist es auch Portemonnaie. Das links erkennt man leider gar nicht. Interessant. Hallo, kann ich was bei Ihnen kaufen? Ich würde gerne einkaufen. Schon, ja. Die ultimative... Ich stehe kurz vor dem... Möchtest du vielleicht mein Assistent werden und mir bei meiner Lichtbildrevolution helfen? Oh ja, gerne. Oh, ist das auch wirklich dein Ernst? Aber bitte mach mir keine Illusionen. Es ist ein langer Weg zum Assistenten. Als Assistent musst du in der Lage sein, jede meiner Anweisungen im Handumdrehen und zu meiner Zufriedenheit auszuführen. Ich schlage vor, wir stellen dich erst einmal ein wenig auf die Probe. Na, traust du dir das zu? Na und ob? Schön, so soll es sein. Wie war noch gleich dein Name? Long? Gut, ich werde dir insgesamt 3 Aufgaben stellen. Und wenn du sie alle lösen vermagst, dann mache ich dich zu meinem Assistenten, Link. Kommen wir zur ersten Aufgabe, ein Liebesbrief. Ist dir das ein Begriff, mein junger Freund? Nun, vermutlich noch nicht in deinem Alter. In dieser Stadt gibt es jemanden, der nicht müde wird, Liebesbrief um Liebesbrief zu schicken. Und das, obwohl ihm seine Angehimmelte schon mit Körben überhäuft hat. Da ich nicht länger zusehen kann, wie er sich unglücklich macht und sie unter seiner Persistenz leidet, würde ich gern demnächst Zwiesprache mit ihm halten. Deine Aufgabe ist nun, ein Beweisbild zu machen und zu sehen, wie er einen seiner Liebesbriefe einwirft. Nicht sonderlich schwierig, oder? Wenn du mein Assistent werden willst, dann darf dir eine solche Aufgabe keine größeren Schwierigkeiten bereiten. Alles klar, das heißt, wir müssen ein Stalker-Bild schießen. Wir spielen Paparazzi. Sehr gut. Aber ich würde sagen, Paparazzi spielen wir dann in der nächsten Folge. Ich wollte eigentlich noch was anderes machen. Was wollt ihr, Kinder? Lasst mich bitte in Ruhe. Creeps. Das machen wir jetzt in der nächsten Folge, was ich eigentlich in der Folge noch machen wollte. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.